Oh, ich bin so nervös. Vor allem, dass ich es live machen darf mit euch, freut mich so unheimlich. 9. 1. Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Heute geht natürlich alles um Black Ops 4 und um den Reveal. Wir wissen jetzt, wie das Spiel aussehen wird und wie das Spiel ungefähr funktionieren wird. Und ja, ich würde sagen, kleines bisschen bin ich jetzt schon gehypt. Aber es sind ja nur noch 3500 Stunden oder 146 Tage, bis der Release endlich da ist. Und bis dahin kann man ja noch locker durch die Hose atmen. Bringt also nichts, die Stunden zu zählen. Wir gucken mal, was wir bisher wissen. Und das ist eigentlich schon einiges, aber es gibt auch natürlich einige Sachen, die noch im Raum stehen. Und darüber möchte ich einfach mal ganz kurz, ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, schnacken. Was mir wirklich gut gefallen hat, war natürlich die erste Ansage, die gemacht wurde bei dem Event. Es ist Boots on the Ground. Keine Trust Jumps und keine Wall Runs. Dafür sliden und ja, Advanced Black Ops 2 Movement würde ich es mal nennen, einfach so. Und das sieht schon sehr vielversprechend aus und ist auch ungefähr das, was ich mir für das nächste COD gewünscht habe. Ich habe vorm Stream sogar noch gecallt, dass Black Ops 4 eher so ein Black Ops 2 Version 2 wird, beziehungsweise so ein Mischmasch aus Black Ops 2 und 3. Das war aber auch vorher schon abzusehen und genauso wurde es ja dann auch. Größter Kritikpunkt natürlich, es sieht fast aus wie Black Ops 3. Und naja, was haben die Leute erwartet? Black Ops 3 ist 3 Jahre her, da kam die neue Current Gen in Form von PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt. Die läuft auch nochmal mindestens 2 Jahre. Und warum sollte das Spiel sich dann so viel weiterentwickeln? Natürlich wäre eine komplett neue Engine geil, aber auch wenn die alte Engine über die Jahre hinweg immer wieder dieselben Probleme hatte, ich glaube, ich hätte Angst vor einer neuen Engine, die sich einfach nicht mehr nach COD anfühlt. Das ist der einzige Grund, warum ich Call of Duty mag. Dieses Call of Duty-Feeling hat kein anderer Shooter. Andere Shooter sind aber ein gutes Stichwort, denn Black Ops 4 bedient sich an allem, was gerade erfolgreich ist. Wir haben Overwatch drin, Jeff Kaplan und sein Team helfen sogar oder haben Treyarch geholfen und zur Seite gestanden. Und zusätzlich läuft das Ganze über Battle.net, also da ist schon mal die Overwatch-Verknüpfung, die es am Anfang gerüchteweise schon gab, mit drin. Rainbow Six, auch ein klassisches Vorbild momentan. Da sieht man auch den Weg, den Black Ops 4 einschlagen wird. Es geht ein bisschen mehr in die Taktikschiene. Natürlich nicht so taktisch wie in Rainbow Six und dieses defensive Hardcore-Gameplay, aber es wird, denke ich, von dem, was man bisher sieht, ein gutes Stück taktischer und langsamer, vor allem in den taktischen und zielbasierten Modi. Das hat mehrere Gründe und da kommen wir zu den ersten neuen Sachen, die man auch im Trailer sieht, die vorgestellt wurden und die definitiv anders sind als COD bisher war. Das ist die Lebensregeneration, die nicht mehr nur manuell stattfindet. Man muss jetzt klicken, um sich eine Spritze in den Arm zu hauen. Und das ist ungefähr ja, so wie Nachladen vom Tempo her. Man sieht immer im User Interface auf der linken Seite den Heal und auf der rechten Seite die Operator- bzw. Spezialistenfähigkeit. Beide natürlich mit Cooldown versehen. Der Heal hat 20 Sekunden Cooldown. Die Operator-Fähigkeit weiß ich jetzt gar nicht. Die schwankt, glaube ich. Und die Spezialattacke oder Spezialfähigkeit des jeweiligen Spezialisten dauert länger, lässt sich aber mit Punkten schneller aufladen, so wie man es aus Black Ops 3 könnt. Könnt. Ja, ich könnte ewig über jedes einzelne Feature so weiterlabern, will ich jetzt aber nicht unbedingt. Es gibt 8 Operator, die ja mehr nützlich als offensiv sind, finde ich sehr gut. Es gibt diese Scout Sensoren, die man irgendwo hinschießt und die dann die Karte und Gegner aufdecken. Und da sind wir beim nächsten Gameplay-Punkt. Fog of War dunkelt die Map an den Stellen ab, an denen man gerade keine Augen hat. Also ich nicht, meine Teammates nicht und auch keine digitalen Augen. Könnte sehr cool werden. Kommt natürlich dann aufs Map-Design an. Und die Maps, die man bis jetzt gesehen hat, waren glaube ich 3 oder 4. Ich glaube 3 sind es, die man bis jetzt sehen konnte in den ganzen Gameplays hier auf YouTube verstreut. Da fällt vor allem eins auf, ihr müsst mal gucken, ich habe jetzt bei Aimbrot und bei Gustav geguckt und beim Fantu, wenn das Menü aufploppt und ihr die Maps seht, die Maps sind alle ziemlich karoförmig aufgebaut und die Wege, ja, es ist so ein Kleeblattsystem und das ist so ein bisschen, ja, wie bei CSGO. Treyarch hat ja bisher eher dieses
3-Lane-System, also links, Mitte, rechts, gefeiert und zelebriert. Und das bin ich froh, dass sie das losgeworden sind, denn dieses Kleeblatt-Design hat definitiv mehr, ja, Varianz in den Laufwegen und mehr Möglichkeiten, das Ganze zu umspielen. Gefällt mir auch momentan bei WW2 besser, wenn eine Map mehr Möglichkeiten hat, zum Beispiel Ägypten oder als Vanilla-Map London Docks, wo man wenigstens ein bisschen, kleines bisschen querlaufen kann. Aber CSGO war das Stichwort, das ich gesucht habe, denn auch neu wird das Rückstoßmuster, das Recoil-Pattern. Jede Waffe bekommt ein einzelnes Rückstoßmuster, also ein einzigartiges Rückstoßmuster. Das heißt, wenn ich mit einer MG oder sagen wir einfach mal, da ist eine M16 drin, auch wenn sie nicht so sein wird. Aber wenn eine M16 drin ist, dann schieße ich mit der und die wird immer 3 Kugeln leicht links, eine nach rechts und dann wieder 3 nach links sprayen. Und das wird die immer machen, jedes Mal, wenn ich die Waffe abfeuere. Und eine Pistole wird immer leicht nach rechts oben ziehen. Jetzt einfach nur mal ein Beispiel zu nennen. Das ist ein Recoil-Pattern, falls ihr nichts damit anfangen könnt. Hat natürlich den Vorteil, dass man sich an die Waffe gewöhnen kann. Heißt, wenn ich die Waffe immer spiele, weiß ich, wie ich dagegen steuern muss, damit ich den Rückstoß möglichst gering halte und diese Abweichung, also das, damit ich mein Ziel treffe, muss ich halt mit jeder Waffe explizit üben und mich einspielen. Ist aber besser als dieser random Rückstoß, wo die Kugeln irgendwo hinschlagen. Hat auch bei Rainbow Six irgendwann Einzug erhalten, weil die Leute sich gerade im kompetitiven Bereich geärgert haben, Spiele zu verlieren, weil der Rückstoß auf einmal irgendwelche abstrusen Headshots verteilt und beim nächsten Mal halt nicht. So ist das Ganze berechenbarer, somit ist es fairer und somit ist es wettkampftauglicher. Da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Da wollen sie COD wieder mehr reinschieben, denn momentan ist Call of Duty ja, ja, ich weiß gar nicht, wie beliebt es auf Konsole ist, aber am PC ist eSports quasi seit COD 4 tot. Bin ich mal gespannt, wo sie hinkommen, vor allem am PC. Und da ist für mich als PC-Spieler die tollste Neuerung am Start. Zumindest wird versprochen, dass sie sich explizit um eine wirklich saubere PC-Version bemühen. Dafür haben sie extra ein Team von Phoenix, wenn ich das jetzt richtig sage, rangekarrt, die sich nur darum kümmern, dass das Ding am PC ordentlich läuft. Was man gesehen hat, macht Eindruck. Wer in den letzten Jahren am PC COD gespielt hat, hat sich immer drüber geärgert, dass es eine schlechte Konsolenportierung ist und nicht mehr. Als PC-Spieler hat man natürlich auch das Problem mit Cheatern und die sind auf Steam halt relativ frei, was sie machen können, denn bis Sledgehammer Games oder Treyarch oder sonst was auf Steam gebannt haben, hat es immer ein bisschen gedauert. Das gehört der Geschichte an, denn wie anfangs schon erwähnt, läuft das Spiel über Battle.net und Battle.net, zumindest Blizzard, ist dafür bekannt, wenn man Overwatch verfolgt, dass der Bannhammer extrem schnell und extrem heftig fliegt. Also da ist nichts mit 2-Tages-Bann, da werden direkt die kompletten Accounts dicht gemacht, wenn hier gewallhackt oder geaimbottet wird und das nachgewiesen wird. Und Blizzard passt zumindest bei Overwatch sehr gut darüber auf. Bei Destiny weiß ich es jetzt gar nicht. Destiny ist ja, glaube ich, auch schon tot. Deswegen hoffe ich, dass es bei Call of Duty fruchten wird und damit endlich hart durchgegriffen wird. Wenn dann noch die Server sauber laufen und das Ganze technisch rund läuft, könnte es das beste PC-COD seit Black Ops 1 werden. Das war immerhin das letzte mit Serverbrowser, etc. Und mehr wünsche ich mir eigentlich nicht. Alles in allem kleine Detailverbesserungen, die ein eigentlich gutes Spiel, das aber immer solche scharfen Kanten hatte, endlich abrunden. Und von daher freue ich mich drauf. Ich will nicht sagen, dass ich gehypt bin, aber Gott verdammt, ich will das Spiel jetzt haben. Es sind jetzt wahrscheinlich noch 3480 Stunden oder 3490 Stunden, bis es rauskommt. Ich weiß es nicht. Das sind auf jeden Fall noch 146 Tage und ich möchte das Spiel am liebsten jetzt schon haben. Freue mich auf die geschlossene Beta, aber hauptsächlich darum, um mich davon zu überzeugen, dass die negativen Punkte nicht durchsickern. Und da gibt es ja auch welche. Die sind noch nicht negativ, aber sie wurden halt einfach nicht beantwortet. Thema Umfang. Der Zombie-Modus kommt mit 3 Maps. Das ist eine Menge für ein Release. Normalerweise war, glaube ich, eine oder sogar nur zwei oder manchmal sogar nur eine Map am Anfang da. Jetzt kommen direkt 3. Wir bekommen noch einen 3. Modus, zu dem ich gleich komme. Und da bleibt die Frage, wie viel Umfang wird in den normalen Multiplayer fließen? Wir haben jetzt 3 Maps gesehen. Wie viele Maps wird das Spiel beim Release haben? Ich hätte gerne so eine Zahl um die 10. Das wäre nämlich eine gute Startzahl. Zum Vergleich, Modern Warfare 2 startete mit 14 Maps und World War 2 startete gerade mal mit 7 Maps, von denen nur 2 wirklich gut designt waren. Ist eine Frage, die im Raum steht, da kommt es auf jeden Fall darauf an, wie der Umfang ausfällt. Und wenn wir schon dabei sind, welches DLC-Modell wird kommen? Bleiben Sie Ihrem Kack-Season-Pass-Modell treu
das dafür sorgt, dass ich mir den Season Pass kaufen muss, um die Maps dann 3 Wochen lang zu spielen, bevor sie wieder in der Versenkung verschwinden? Oder werden die Maps Free for All spielbar, damit einfach mehr Leben auf den Maps stattfindet, mehr Spieler Bock auf das Spiel haben, weil keiner ausgegrenzt wird? Rainbow Six macht es hier auch wieder vor, wie man Spieler bindet. Du bezahlst im Mindestfall 15 Euro für die Starter Edition und kannst alles spielen, was jeder andere auch kann. Du kannst dir für Echtgeld keine Vorteile kaufen und du kannst dir auch keine exklusiven Inhalte kaufen in Form von Maps, denn die sind für jeden frei. Und da finde ich, sollte COD vielleicht auch mal diesen Weg einschlagen. Das würde mehr Spieler länger bei Laune halten. Das sind so zwei Dinge, die mir also ein bisschen am Herzen liegen, wo ich noch ein bisschen Angst habe, dass es nicht läuft. Das nächste ist natürlich der Battle Royale Modus und da wurde einfach nur gesagt, it's Blackout. Man hat das Logo gesehen und das war's. Fast. Man hat noch kurz so einen Trailer gesehen, von dem man so ein Render-Ding, wo man die Map sieht. Und das finde ich schon cool. Sie haben gesagt, die Map wird 1500 mal größer als Nuketown. Okay, Nuketown ist jetzt nicht so für seine Größe bekannt. Aber was geil ist, ist, dass die Map aus einzelnen COD-Maps besteht, aus Teilen von COD-Maps. Das heißt, vielleicht das eine Haus aus Nuketown wird am Strand stehen und du läufst 5 Minuten nach Norden und dann siehst du unterwegs Fringe und Airport und hast du nicht gesehen, andere Maps halt eben, wo gewisse Teile von den Maps ausgebaut und auf diese große Karte geflatscht wurden. Könnte man sagen, oh, Battle Royale, neue Map, was machen wir? Wir schmeißen alle Maps in einen Topf und machen eine große draus. Wuhu, so creative. Aber genau das finde ich sehr kreativ. Ich finde es super geil. Das ist so ein bisschen Nostalgie. Es ist tricky und ich denke, es wird ziemlich cool, wenn man als COD-Veteran Battle Royale mag und dann auf die Map geht und sagt, Alter, komm, lass nach Nuketown gehen. Oh, nö, Nuketown, oh, ich hasse es da. Komm, wir gehen lieber Fringe looten, da ist mehr. Wird, denke ich, ganz cool. Bis wir richtiges BR-Gameplay sehen, wird aber wohl noch ein bisschen ins Land gehen. Ich denke, vielleicht an der E3 haben wir gute Chancen. Das sind ja auch wieder fast 2 Monate. Bis dahin wird der Modus vielleicht so weit fertig sein, dass man ihn zeigen kann. Meiner Meinung nach hat er aber auf jeden Fall Riesenpotenzial. Denn man darf nicht vergessen, auch wenn der Ruf von COD schwer gelitten hat, das geht vor allem raus an die Hater, Battle Royale ist im Trend. Ja, Battle Royale will jeder machen. Ja, aber Battle Royale gibt es bisher in Form von billigen Indie-Spielen, die kaum Qualität liefern und deswegen relativ schnell auch wieder gestorben sind. Es gibt Players Unknown, das auch herbe Probleme hat, weswegen selbst große Streamer wie Hanno das Spiel einfach nicht mehr anrühren. Und es gibt Fortnite. Und Fortnite besteht halt zu 90% aus dem Free-to-Play-Hype, wo 8- bis 12-Jährige halt einfach durchdrehen. Ich habe es schon mal im Stream gesagt, das ist für mich so ein Phänomen wie für meine Generation Pokémon ist für die Generation heute eben Fortnite. Könnte auch abflauen. Aber Call of Duty ist der erste ernstzunehmende First-Person-Ansatz, an dieses Thema ranzugehen. Und von daher könnte das Ding einschlagen. Wenn das flüssig läuft, gut läuft, motivierend läuft, könnte der Battle Royale-Modus von Call of Duty wirklich, wirklich hart einschlagen. Und somit ein drittes Standbein neben Zombies, neben Multiplayer, eben der BR-Modus werden. Und das macht schon Lust auf mehr. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Ich will auf jeden Fall mehr wissen. Ich würde auch gerne wissen, was ihr davon haltet. Und ich kann es gar nicht fassen, dass ich fast 14 Minuten über das Spiel gelabert habe, ohne ins Detail zu gehen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich konnte jetzt auch nicht durchgehend Gameplay laufen lassen, weil ich kein eigenes Gameplay habe. Deswegen habe ich einfach mal querbeet irgendwas dazu geschnitten, was mir gerade einfällt. Dürft mir gerne einen Daumen dafür oben lassen. Mir eure Meinung unten mitteilen. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. In WW2 oder wenn es Neuigkeiten zu Black Ops 4 gibt. Bis dann, haut rein. Ciao.